Fühlst du dich auch machtlos angesichts der fortschreitenden Klimakrise? Obwohl wir zunehmend Überschwemmungen, Stürme und verheerende Waldbrände erleben, geht im Klimaschutz alles viel zu langsam voran. Die aktuellen politischen Maßnahmen alleine reichen nicht aus und wir als Menschen sind oft überfordert und haben nicht das Gefühl, etwas tun zu können. Und genau das wollen wir jetzt ändern. Wir sind Climate Connect, eine gemeinnützige Organisation aus Erlangen, und wir möchten dich und viele andere dabei unterstützen, deine Stadt klimaneutral zu machen. Wir wollen es ganz einfach machen, selbst aktiv zu werden und gemeinsam vor Ort anzupacken. Das wollen wir ermöglichen, mit Climate Hubs in ganz Deutschland. Ein Climate Hub ist ein handlungsorientiertes Klimaschutznetzwerk in deiner Stadt. Ein lokaler Vernetzer oder eine lokale Vernetzerin und eine Online-Plattform als zentraler Anlaufpunkt bringen alle Akteuren zusammen, um gemeinsam gegen die Klimakrise zu kämpfen. Ich bin Tobi und ich bin der lokale Vernetzer des ersten Climate Hubs in Erlangen und ich erkläre euch jetzt, wie das funktioniert. Auf der Online-Plattform teilen alle Klimaschutzakteure in der Stadt ihre Projekte und Maßnahmen und machen sie so für jeden leicht zugänglich. Ich zeige euch das mal am Beispiel eines Projektes der Hochschulgruppe SNEEP Erlangen. Wir haben der Unimensa vorgeschlagen, das klimafreundlichste Gericht zu kennzeichnen. Und das haben sie auch tatsächlich umgesetzt. Jetzt treffen immer mehr Studierende die klimafreundlichere Wahl. Und bei 14.000 Essen am Tag macht das schon ganz schön Unterschied. Als lokaler Vernetzer fördere ich solche wirkungsvollen Projekte aus allen Bereichen und sorge dafür, dass sie an vielen Orten umgesetzt werden, damit das Rad nicht immer neu erfunden werden muss. Als wir von dem Unimensa-Projekt erfahren haben, haben wir uns gedacht, das muss doch auch an andere Großküchen weitergegeben werden. Wir haben diese Idee also auf dem Ideenboard des City Hub eingestellt und in kurzer Zeit fanden sich mehrere Mitstreiter und wir haben inzwischen 14 Großküchenleiter und Leiterinnen, mit denen wir in Kontakt sind, die täglich mehr als 40.000 Speisen zubereiten. Diese wollen wir unterstützen und vernetzen, klimafreundlich zu werden. Die lokalen VernetzerInnen kümmern sich darum, dass gute Ideen aus dem Ideenboard auch wirklich umgesetzt werden und dass alle mitmachen können. Und damit man herausfinden kann, wie man sich selbst am besten einbringt, gibt es das Climate Match. Hier beantwortet ihr 4 kurze Fragen und bekommt dann passende Projekte, Ideen und Organisationen aus eurer Stadt vorgeschlagen. Einfach kurz eine Nachricht schreiben und schon seid ihr dabei. So machen wir Klimaschutzengagement ganz einfach. Um das volle Potenzial zu entfalten, wollen wir Climate Hubs in ganz Deutschland aufbauen. Wenn dann in einer der Städte ein besonders wirkungsvolles Projekt realisiert wird, kann dies schnell über das Netzwerk aus lokalen VernetzerInnen auch in anderen Städten angestoßen werden. So schaffen wir das, was im Klimaschutz besonders wichtig ist: schnelles Handeln. By the way, because climate change is a global issue, we plan on creating more climate hubs in other countries as the next step. But this will only be possible if this all succeeds, so we're counting on you, Germany. Wie wir das alles machen wollen? Eigentlich sind wir schon in den Startlöchern. 14 Städte haben bereits offiziell Interesse bekundet und wir haben beim Bund eine Förderung über 930.000 Euro beantragt. Damit könnten wir unser Team so erweitern, dass wir über knapp 3 Jahre mindestens 12 Climate Hubs aufbauen und ihre lokalen VernetzerInnen finanzieren könnten. Doch das geht nur mit eurer Unterstützung. Wenn wir die Zusage bekommen, müssen wir 10% Eigenanteil aufbringen, um die Förderung zu erhalten, also 93.000 Euro. Dann würde also jeder gespendete Euro, den wir einbringen können, nochmal verzehnfacht werden. Und wenn wir die Förderung nicht bekommen, hängt sogar noch mehr von eurer Unterstützung ab, wie schnell wir das Climate Hub-Netzwerk aufbauen können. Also lass uns die Klimakrise gemeinsam an vielen Orten angehen. Zeig, dass dir Klimaschutz wichtig ist und unterstütze uns jetzt mit einer Spende. Bring den Climate Hub in deine Stadt!